Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Gien mit Kakarot zur Erde geflogen wäre? Teil 47. Raditz musste jetzt nur noch 2 Stunden durchhalten gegen Buu. Bisher hatte er ja 23 Stunden durchgehalten, da dachte er, diese 2 Stunden schafft er auch noch. Das war natürlich leichter gesagt als getan, doch Raditz gab sein Bestes, um dass er für Buu nicht langweilig wird. Die Minuten vergingen und Raditz wurde wieder schwächer und schwächer. Aber auch wie zuvor gab er nicht auf. Ja, auch angemerkt, natürlich macht Buu nicht ernst, aber das dürfte ja klar sein, weil wenn, hätte Raditz nicht eine Sekunde überlebt. So kam es, dass sie 2 Stunden um waren. Gien war so stark wie nie zuvor. Hier jetzt mal alle Berechnungen. Erstmal Son Gohan. In Dragon Ball Z vor der Stärkung lag seine Kampfkraft nach meiner Rechnung bei rund 46 Milliarden. Und nach dem Ritual bei 6 Trillionen 500 Milliarden. Somit wurde er um die 140 Millionen mal stärker. Bei Gien mache ich es aber mal 250 Millionen. Warum, fragt ihr euch? Ganz einfach, bei Son Gohan wurde 2-mal sein Potenzial geweckt. Das erste Mal vom Oberältesten der Namekianer und das zweite Mal halt vom alten Kaioshin. Bei Gien war es halt das erste Mal und sie hatte sehr viel Potenzial in sich. Ihre Kampfkraft lag nun bei 42 Trillionen 504 Billiarden. Sie sagte zu Kibito, schnell, bring mich zu Buu. Doch Bardock sagte Kibito, nicht genau neben Buu, sonst kopiert er und lernt auch deine Teleportation. Gien fragte, was Bardock meint. Da sagte Bardock, er kann unsere Attacken nur durch einmaliges Sehen kopieren. Das hatte man ja bei Broly gesehen, dass Buu sein Omega-Meteor einfach nachgemacht hat. Ja, hier achtet Bardock genau auf das, was sein Gegner macht. So teleportierte Kibito sich in die Nähe von Buu. Gien sagte zu Kibito, dass sie ihren Sohn bei der ersten Gelegenheit wegbringen soll. Gien verwandelte sich zum Super Saiyajin 3 und flog los. Die Mystikform existiert in dieser Theorie nicht, da ihr ja wisst, dass ich diese Form einfach hasse. Mehr will ich dazu aber nicht sagen. Diese Form existiert halt einfach in dieser Theorie nicht. Hier noch Giens neue Kampfkräfte zu den Super Saiyajin Stufen. Super Saiyajin 1 Trilliarde 487 Trillionen, Full Power Super Saiyajin 27 Trilliarden 521 Trillionen. Job, allein mit ihren Full Power Super Saiyajin ist sie nun stärker als Broly mit seinen legendären Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 2 1 Quadrillion 513 Trilliarden, Super Saiyajin 3 128 Quadrillion 664 Trilliarden. Und ja, ich weiß, diese Kampfkräfte sind sehr extrem. Und an dieser spannenden Stelle endet dieser Teil auch schon. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!